Ein kleiner Rückblick, was im Juni alles so im Garten passiert ist. Hier, wie ihr sehen könnt, die schwarzen Johannisbeeren fangen an reif zu werden. Habe hier meine Sträucher fleißig beerntet, konnte insgesamt 5 Kilo ernten und meine Kunden haben sich darüber regelrecht gefreut, dass sie hier jetzt ordentlich Marmelade für den Winter machen konnten. Erdbeeren werden natürlich auch schon reif bzw. sind reif geworden, haben sehr lecker geschmeckt und auch die ersten Sommerhimbeeren, ein Traum. Hier nochmal wirklich wunderbar zum Naschen auch und hier die schwarzen Johannisbeeren. Ein bisschen sauerlich und auch süß. Und hier noch weitere Impressionen von meiner Ernte. Das hier ist eine Kakiblüte, blüht zum ersten Mal. Bin mal gespannt, wie die Früchte im November, Dezember schmecken werden. Ich werde berichten. Die Bohnen auch wunderbar im Wachstum. Perfektes Wetter, nicht zu heiß. Über 30 Grad würden sie aufhören, die Blüten zu produzieren. Kann mich jetzt hier bei den ganzen Maßnahmenblüten an eine wunderbare Ernte im Juli freuen. Und auch hier Knoblauch 1A, hab schon den ersten ernten können und schaut euch mal die Knolle an, faustgroß, also regelrecht zufrieden. Zucchini, auch bei der ganzen Schwemme kann ich regelmäßig beernten und das ist jetzt eine weiße Sorte, wird gerne in Italien probiert. Beim Brokkoli müsst ihr aufpassen, dass ihr den regelmäßig gießt, bei den Dürreperioden, wenn ihr da mal ein bisschen schlampig mit dem Gießen seid, dann wird er keine Knolle ausbilden, sondern in die Blüte gehen. Hier von meinem letzten Video, warum ich den Kürbis auf dem Kompost anbaue, die wuchern ohne Ende. Natürlich achtet auch, dass ihr euren Boden regelrecht bedeckt haltet. Ich nehme meine Küchenabfälle und mulche einfach damit da die Flächen, wo meine Zucchini zum Beispiel wachsen. Im Folientunnel bei den Tomaten gibt es auch einiges zu tun. Regelmäßiges Ausgeizen, Blätter entfernen. Und auch hier ein bisschen die Blüten schütteln und die wachsen jeden Tag 5 bis 10 cm. Man kann den regelrecht zuschauen und es bilden sich auch schon die ersten Früchte. Freue mich schon drauf, einige reifen auch und ja, ich bin einfach wieder happy, wenn es anfängt mit den Tomaten. Hier ein bisschen Impression von den Kartoffelfeldern. Wachsen im Mulchbeet sehr gut und die Bienen freuen sich natürlich auch über das Blumenangebot. Die Gurken dürfen natürlich auch nicht vernachlässigt werden, müssen auch regelmäßig ausgegeizt werden. Habe auch ein Video dazu gemacht, was momentan sehr gut bei euch ankommt. Das ist eines meiner besten Videos. Vielen Dank schon mal dafür. Und ja, einfach ausgeizen, regelmäßig gießen, konnte auch schon die ersten Gurken ernten. Und das regelmäßige Gießen hilft auch damit, die halt keine bitteren Früchte bekommen. Hängen sie hier alle an einem Tomatenhaken auf. Und da Frühlingszwiebel und hier der beste Freund, die Gurke. Und die Frühlingszwiebel. Ist denn Freundschaft nicht einzigartig? So viel können wir von der Natur lernen.